Was kommt jetzt? Ach so, meine Damen und Herren, Sie wissen, der Lenz ist da. Ja? Und weil der Lenz da ist, ich habe es letzte Woche, ich habe es tausendmal versprochen, immer wieder verschoben, aber heute zeige ich es Ihnen jetzt wirklich. Denn es wurde mal Zeit, dass wir die traurigen, farblosen Klamotten des Winters loswerden. Und ich war da mal einkaufen, also im speziellen Elton, brauchte neue Klamotten. Und ich war da mal einkaufen mit Elton zusammen und habe mir gedacht, Elton braucht neue Klamotten. Schauen Sie bitte, was dabei rausgekommen ist. Herrlich, so schönes Wetter heute. Und ich finde, Elton ist immer etwas unvorteilhaft gekleidet. Liegt es an der Figur oder liegt es am T-Shirt? Ich weiß es nicht, ja. Ich finde mich gut. Lass mal hier reingehen, komm. Wir gehen mal hier rein. Gut. Guten Tag. Ja. Jetzt ist ja der Lenz ist da. Guten Tag. Hi. Sie sind die Frau? Wellbrock. Frau Delbrück? Wellbrock. Wellbrock. Frau Wellbrock. Frau Wellbrock, jetzt wir brauchen unbedingt was für den jungen Mann hier. Das ist aber schlecht, weil das eigentlich nur für Frauen ist. Was, hier? Ja. Also, es gibt doch auch dicke Frauen, oder? Ja, klar schon, aber keine dicken Männer. Wir haben nichts doch, für doch, dicke Männer. Männer gibt's auch, ja. Wir brauchen ein ganz, ganz, ganz exquisites, schickes Oberteil. Ja, das ist ja mir ein Sack. Ja. Das passt aber. Ist auch modern, da würde er reinpassen. Ja, ja. Sagen Sie mal hier, ich kann ja nicht eben gesehen hier. Die kleineren Teile kaputt reißen. New York, wir wollen das doch kaufen. Ja, egal, aber es passt ja nicht. Wo will er das anziehen? Will er sich das zum Kopf binden oder als Halstuch? Oder wie soll das gehen? Ja, oder einfach nur mal. Ich meine, ich bin da flexibel, ne? Ja. Wie ist das? Aber das dehnt sich doch. Da das dehnt sich, aber das passt einfach nicht. Ja, das sitzt doch wie angegossen. Das passt. Ich das mal, ja, Sie haben das deutlich falsch eingeschätzt. Da muss ich mal sagen, ach komm, da ist ja noch Platz für 30 Kilo. So, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Mein Tipp, ach, ich nehme mal die Brille ab. So, jetzt sehe ich dich viel besser. Ach, ich setze, glaube ich, doch wieder auf. Haben wir vielleicht irgendwas, was mehr Bein zeigt? Jetzt wird es doch langsam spannend. Den gleichen Rock nochmal in der Farbe. Kommst du da rein? Kommt ihr da rein? Ja. Ja. Die verkaufen oft an dicke Frauen. Hier im Lafayette. Das ist ja französisch, Lafayette. Heißt Kaufhaus. Mhm. Wie, das heißt Kaufhaus? Mhm. Lafayette heißt Kaufhaus? Genau. Es gibt in Paris ein Kaufhaus, das Lafayette heißt. Ja, aber da haben wir aber nichts mit zu tun. Wirklich nicht? Nee. Da bin ich aber überrascht. Das war auch mal eine Automarke. Automarke auch? Ja, ja. Du musst dich auch mal ein bisschen präsentieren. Das geht nicht so, wenn du so dumm rumstehst. Dann macht das auch kein. Nein, komm mal raus und mach mal wie die Claudia Schiffer oder wie die anderen Supermodels. So. Jetzt mal ein bisschen Show an auf Show hier. Komm. Komm, wir gehen mal hier rein. Hier ist auch Disco-Time. Die sind schon hip und total in. Das passt auch zu dem Outfit. Finde ich total. Also, ja. Ich finde, das hat schon was modisch so. Also ich würde ja. So nicht raus, aber... Wie, du würdest so nicht raus? Ja, würdest du so rausgehen? Um Himmels Willen, ich bin doch nicht bescheuert. Ja, deshalb wollte ich das ja auch sagen. Ja, ja, natürlich. Da schließe ich mich an. Ja. So, klappt. So. Hast du Füße nicht gewaschen oder was? Nee. Ja. Natürlich nicht. Da hängt noch der Preis hinten dran, Elton. Und zurück. Ein bisschen komisch. Wo kriegen wir denn eine coole Sonnenbrille her? Aber nun nicht, wo wir so weit gehen müssen. Ja. Das ist geil. Das finde ich geil. Guck mal im Gesamten so. Das Gesamtbild. Scheiße. Also mir gefällt's. Welche Praktikanten, frage ich jetzt mal einfach, werden so gut behandelt? In welchem Job sonst noch? Kriegt der Praktikant einfach mal, nur weil Frühlingsanfang ist, ne, neue Klamotten und so. Wo gibt's das? Ja, Sie haben aber auch nicht schlecht, oder? Gucken Sie mal, Elton und Sie wollen noch ein tolles Paar. Die Mütze möchte ich haben. Können wir die Mütze haben? Die Mütze. Du bist gemein. Ja, aber gucken Sie mal, Sie zwei farblich würden Sie doch toll zusammenpassen. Ja. Ich nehme aber lieber dich. Ja, aber ich habe auch keine Zeit. Wir müssen weiter. Was ich jetzt gerne würde, Elton. Ja. Ja? Ich möchte noch einmal gerne die Wirkung, ja, dieser Klamotten testen. Können Sie kurz applaudieren? Geh weiter, du sollst dich präsentieren. Können Sie kurz ein bisschen Applaus? Ey, ich bin lieber. Ein bisschen Applaus. Ja.